So, wenn ich wieder beim Video stehe und da war wieder in der Windkraftanlage, auch doch sonst. Und zwar unter einer Vestas V90, die sich ganz ordentlich dreht heute. Heute ist gut Wind und deswegen dreht sich die V90 echt fleißig heute. Von Vestas natürlich. Hier ist ein Gelände, auch schön. Von hochgehen. Das ist ein hohes Fundament, aber ja, passt. Ne? So, jetzt sind wir mal wieder hier, ne? Schön, schön. Schönes Ding. Ein bisschen kleine Tür, aber okay. So. Deutsche Windtechnik. Macht die Erwartung. Ne? Da sieht man es. Also. Man sieht jetzt hier die Vestas V90. Ach, schon geil. Ein paar Brennnessel sind ja auch. Mit dem Motor passiert nichts. Und da haben wir das gute Ding, den Rotor. Ich weiß nicht, ob das schon Vorlast ist, aber tritt sie auf jeden Fall sehr schnell heute. Und wieder Wind. Ich befinde mich hier gerade im Windpark Großseelen, Ruhstedt, bei Zelle. Sehr viele Insekten sind hier und da sind die Vestas V90, die blinken auch tagsüber. Boah, ein ganzes Insekten hier, ne? Es sind gar keine Insekten, es sind irgendwie. Welche Eier, also die sind irgendwie, was man hier sieht, ob man jetzt hier in dem Moment Atomschwankungen sieht. Ja, Atomschwankungen ein bisschen, logisch. Ich auch doch gerade, wenn ich jetzt genau hingucke, so sieht man das auch ein bisschen. Ah ja, ne? Ich war schon mal hier im Windpark. Ich habe noch drei weitere Anlagen da. Auch Vestas V90. Die wurden 2008 gebaut. Haben halt eine Namenhöhe von 95 Meter und ja, stehen ja nicht so weit weg von mir zu Hause, das ist ganz gut, kann man hier immer hinfahren, nicht schlimm. Besonders bei denen ist auch, die man jetzt nicht so häufig, die haben ein weißes Vestas Schriftzug auf hinterblauen Hintergrund. Bei älteren V90, die von 2004 bis 2007 8 vielleicht auch gebaut worden sind, haben ja dieses traditionelle, sag ich jetzt mal, diese weiße blaue Strich mit blauer Schrift, da wird der blaue Streifen unterbrochen und dann ist halt die blaue Schrift dort. Ah, so sieht das echt cool aus, finde ich. Richtig schick. Richtig cool. Mit auch welchen mächtigen Schattenwurf, die alle anderen jetzt hier geben. Und ja. Da sieht man es immer. Mächtig schnell. Jetzt dreht sich wieder richtig schnell die Anlage. Die dreht sich langsamer als die andere. Das sieht man jetzt vielleicht ganz gut. Und ja, ich habe noch mal, ich war schon mal hier in dem Windpark. Da stand ich unter der Anlage. Da war hier im Herbst. Da war es bedeckt. Keine Sonne. Also die sieht es auch mal echt geil aus hier in dem Windpark. In der Form. Also schon echt nur cool hier. Haben 2 Megawatt. 2 Megawatt Kisten sind das hier. Und ja. Nur mal zu zeigen, kann ja jeder in der WAN-Liste eingeben. Die Nummer. Segelnummer.
Und ja. Jetzt fahren wir kurz zur anderen Ablage, also zur zweiten da hinten hin. Nee, also zur ersten sozusagen. Und ja, wir sehen uns dann wieder. Tschüss. So, bin ich mal wieder bei der ersten Anlage sozusagen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ist hier eine Treppe. Also es ist bei jeder Anlage hier diese Treppe. Ist hier so auch mit Geländer, ist eigentlich echt cool. Schön gemacht. Ist nicht so viel gebucht, habe ich das Gefühl. Hier sieht man auch nochmal. Energiekontor ist der Betreiber. Von dieser Vestas V90. Denken wir auch von allen anderen, ist ja logisch, ja. Ne? Hier kein Windpark. Und sieht man nochmal die Anlagen. Sonne. Schon 19 Uhr. Wir diesen Windpark hier haben. Wie wär's das? 90. So weit der Mittelanlage. Schau mal, das ist 2017, glaube ich. Da ist am Turm, also zwischen dem vorletzten und letzten Turmsegment, da ist auf der anderen Seite, die wir jetzt gerade nicht, schon ein bisschen Rost. Ja, ich weiß nicht, wie das schon sich dann ausbilden kann. Dieser Rost sieht nicht so gesund aus, finde ich. Oh, ein Vogel, Mensch, diese Vogelschätze aber, ne? Nennt sich Vogel. Ach ja, schön. Ich bin denn hier auf der Kamera. Dahinter, da fliegt es. Da. Ja. So viel zu Vogelschlag und so. Hier auch viele Vögel hier. Geil. Das ist nicht von den Rotorblättern oder so, das ist von den Vögeln wahrscheinlich. Zwitschern hier. Und ja. Gut. Ich finde das ganz schön hier, der Windpark. Ich finde auch immer, könnte man zum Beispiel da hinten, nicht im Wald, in den Wald rein oder so, können wir auch noch Himmelkraftanlagen hinstellen. Oder da hinten meinetwegen, dahinter geht es auch ein bisschen weiter, können wir auch noch ein paar Anlagen hinstellen, ich weiß nicht. Irgendwie, also, ja, also da ist ein Potenzial auf jeden Fall, ein bisschen sehe ich. Also weil da hinten ist schon das Dorf, Hufstedt, und Großzehn ist dann im Wald hier, in der Richtung. Ja. Insgesamt würde ich mal sagen, netter Windpark hier. Ich glaube, die haben 4 Stahlrohrsektionen, die Türme hier, von den 95 Meter Türmen. Und ja, sieht man ja. Ich fühle gerade am roten Ring dran. Nicht ganz, aber kommt schon sehr nah dran eigentlich. Aber bei der Anlage kann man jetzt da gerade nicht sehen, aber gefühlt leuchtet die als einzige Anlage hier weiß. Ja, bei den anderen Anlagen müssten eigentlich auch weiß blinken, nicht blitzen, sondern blinken. Machen sie aber nicht. Warum auch immer, aber ja, würde mal sagen, das war's vom Windpark und tschüss.